Herzlich willkommen, Leute, zu einem kurzen Video. Kleines Update zum Windschild. Ich habe nämlich jetzt gerade ein kurzes Windschild vorne drauf. Link gibt es in der Beschreibung. Und ich teste das jetzt gleich mal. Das ist jetzt meine erste Fahrt mit dem Schild. Ich kann das gleich mal irgendwann im Video zeige ich es mal von außen, wenn ich irgendwo anhalte. Ich werde jetzt gleich direkt auf die Schnellstraße fahren. Und dann gucke ich mal, wie sich das denn so verhält. Also ich bin ja eh recht groß. Dann habe ich noch die hohe Sitzbank drauf. Jetzt noch das kurze Windschild. Eigentlich müsste die Windkante jetzt so auf Brusthöhe kommen. Und ja, also ich bin jetzt noch nicht so ganz schnell, aber ich spüre schon, dass das Richtung Brust geht und sich das jetzt so wie Naked fahren. Naked fahren. ja. Naked fahren wäre natürlich auch geil. Wie Naked Bike fahren anfühlt. So wie ich es eigentlich ganz gerne habe. Also ich finde es allgemein viel besser, das Naked Feeling. Und andererseits, wenn ich jetzt die Windkante über meinen Kopf kriegen will, dann müsste ich die niedrige Sitzbank nehmen, das normale Schild und das auch nochmal erhöhen mit dieser Kedo-Verstellung oder was auch immer. Und ich glaube, selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob es über meinen Kopf geht. Und ja, irgendwie gefällt mir das alles nicht so ganz dann. Also ich kann jetzt auch nur so bis 110, weil ich noch im Einfahrmodus bin. Aber ich denke, das reicht erstmal, um den ersten Eindruck zu kriegen. Ja, dann wollen wir mal ein bisschen Geschwindigkeit bekommen. Bike fahren an. Also klar, der Oberkörper bis zur Brust ist jetzt natürlich noch so windgeschützt, aber oben, da wo die ganzen Verwirbelungen eigentlich sind, ist jetzt halt einfach nur der Gegenwind gerade und das fühlt sich, finde ich, richtig gut an. Also, ja doch, gefällt mir gut. Nee, das gefällt mir. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt, dass ich so die Kante eigentlich auf Brust kriege. Und oben eigentlich nur noch den normalen Fahrtwind abbekomme. Das macht so Spaß, ey, mit dem Teil. Das ist so cool. Das ist so was von geil. Ah, das sieht doch nach einem schönen Plätzchen aus.
können wir das gerne mal angucken. Oh, klettern war ich auch schon lange nicht mehr. So. Machen wir das Moped aus. Ja, komm. Ein bisschen Umwelt schon. So. So sieht das Ding aus. So hört man mich wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja, Geschmackssache, ne? Wegen der Optik jetzt. Ich finde, es sieht jetzt ein bisschen sportlicher aus. Bisschen sportlicheren Look jetzt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, dass das Windschild, das größere, Anführungszeichen, hat natürlich mehr diesen Rallye-Look, ne? Also ist zwar nur ein Tacken größer, aber hat noch diesen kleinen Knick so. Ne, wenn ihr wisst, was ich meine, gibt den noch ein bisschen mehr diesen Rallye-Look, finde ich. So sieht es jetzt halt ein Tacken sportlicher aus, finde ich. Gerade in Verbindung mit dem kurzen Kennzeichenhalter. Also mir gefällt es optisch. Also ich finde beides gut. Ich habe jetzt keinen Favoriten. Das bringt mir jetzt mehr. Deswegen lasse ich das jetzt auch so drauf. Gibt es in verschiedensten Farben. Ich habe jetzt einfach klar genommen. Ich weiß nicht, die andere. Das kommt den, glaube ich, hier am nächsten. Das ist jetzt aber nicht 100% klar. Irgendwie so leicht abgedunkelt. Es gibt es auch in komplett abgedunkelt. Hätte auch was gehabt. Aber ich finde, klar passt irgendwie am besten. Und ja, den Aufkleber hier, den kann man abmachen. Den mache ich auch wieder ab. Das vom Händler. Ja, die Scheibe gibt's, also den Link gibt's in der Videobeschreibung. Das Teil kostet ja jetzt mit Versand 80 Euro. Ist jetzt kein Schnäppchen. Ich weiß nicht, ob man es ja selber herstellen kann, irgendwie beim Händler, Plexiglas. Ob man dann günstiger wegkommt, ich weiß es nicht. Oder das Originale nehmen und es einfach oben kürzen lassen. Ist natürlich dann die Gefahr, falls es dann doch nicht so ist, wie man es erwartet, dann hat man die Originalscheibe da vergeigt. Ja, das war's an dieser Stelle. Also ich bin echt richtig zufrieden. Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie hier steht das Originale. Also es drückt schon nochmal die Windkante einen Tacken runter in Verbindung mit dem hohen Sitz. Für mich jetzt perfekt. Ja, würde ich sagen, war es das von diesem kurzen Feedback-Video zu dieser kurzen Windschild. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.